Hallo, in diesem Video will ich zeigen, wie man Python-Web-Anwendungen lokal ausführen kann, ohne dass man irgendwelche Frameworks verwendet. Der erste Schritt ist, man installiert XAMPP. XAMPP ist eine Open-Source-Software, die quasi von Apache gemacht wird und oder Teil der Apache-Gruppe ist und kann man dann für jegliche Betriebssysteme runterladen. Und am besten ist, man lädt es runter und installiert es irgendwo. Dann der zweite Schritt ist, man muss sich natürlich Python runterladen, falls man es noch nicht hat. Und das kann man am besten hier auf der Startseite python.org über Downloads, dann hier ist die neueste Version, zum Beispiel jetzt die 3.8.2. Die auch runterladen, installieren. Und jetzt kommt man zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist, man geht dann in XAMPP rein. Und man geht dann in dem Ordner Apache und dann in dem Ordner Conf. Und da ist die Datei httpd.conf. Wenn wir die jetzt öffnen. So, da sind wir jetzt hier drin. Und was man machen muss, ganz unten, muss man diese zwei Zeilen hinzufügen. Was diese zwei Zeilen auswirken, ist, dass somit oder mit diesen zwei Zeilen ist XAMPP in der Lage, Python oder Python-Skripte auszuführen. Das ist mal der Schritt und dann kommen wir zum nächsten Schritt und zwar, wir suchen in dieser Datei, ich kann mal die Suche aktivieren, wir suchen in dieser Datei nach diesem Begriff oder diesem String und suchen und hier sieht man eine Liste von möglichen Startseiten. XAMPP ist eigentlich konzipiert für PHP und Perl-Skripte, deswegen hier auch die PHP und Perl-Endungen. Und man kann das jetzt hier erweitern, damit XAMPP auch Python Startseiten verstehen kann und auch sie als diese Python-Files als Startseiten zu erkennen. Und ich habe hier schon zum Beispiel index.py hinzugefügt und home.py. Das heißt, jede Anwendung, die ich jetzt erstelle, die index.py bzw. home.py hat, wird von XAMPP als Startseite erkannt und somit auch behandelt. So, das wäre der Schritt. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Schritt und das ist ein optionaler Schritt, aber das würde ich empfehlen. Man sucht nach dem Begriff Document Root und man kommt zu diesem Bereich hier. Document Root ist quasi das Verzeichnis, wo die ganzen Adver die Webanwendung oder zumindest der publike Teil der Webanwendung wohnen wird. Und standardmäßig ist dieser Ordner in XAMPP und der heißt HTT Docs oder HT Docs, sorry. Und ich habe das geändert auf das da. Das hier ist eine ältere Verzeichnis, das ist nicht mehr existent und alles, was vorne eine Raute hat, ist eigentlich ein Kommentar. Also die zwei sind jetzt nicht aktiv, sondern dieses hier ist jetzt aktiv. Und ich habe das geändert und was man noch machen kann, auch die Directory hat vorher auf das gezeigt, dann habe ich das auf das geändert, beide habe ich jetzt auskommentiert und letztendlich zeigt es auf diesen Ordner, auf dieses Verzeichnis. Und das ist mein Verzeichnis, wo meine Anwendung, zumindest die Startseite der Anwendung, sein wird. Und hier bin ich in diesem Ordner drin, unter Public, Test Web App, so habe ich jetzt meine Web-Applikation genannt. Und da ist meine Index-Datei. Und wenn wir in diese Index-Datei reingehen, die habe ich schon hier geöffnet, das ist jetzt extrem wichtig. Man hat hier als erste Zeile das hinzuzufügen und das ist quasi eine Raute, ein Ausrufzeichen und dann der Pfad zu der Python-Installation. Also das ist jetzt der Pfad zu meiner Python-Installation, zu dieser Exe-Datei von Python und die liegt unter diesem Pfad. Das ist sehr wichtig, dass das als erste Zeile dasteht. So, und dann können wir Python-Code erstellen. Noch ein wichtiger Hinweis ist so, hier sieht man in dem Code, hier ist ein Teil vom Python-Programm und hier unten ist die Ausgabe dieses Programms. Bevor ich diese Ausgabe machen kann, muss ich diese Zeile hinzufügen. Ja, weil mit dieser Zeile erkennt XAMPP, dass alles, was jetzt darunter kommt, ist eigentlich HTML und kann ausgegeben werden. Ohne diese Zeile
oder beziehungsweise wenn ich das hier oben stelle, würde ich eine Fehlermeldung kriegen. Und das können wir jetzt gleich testen. So, da ist jetzt der Code, der Python-Code, und hier ist die Webanwendung. Und man sieht hier, die spiegelt den Code genau. Und wenn ich jetzt hier ein B ist gleich zum Beispiel und dann das hier unten drucke, dann habe ich dann die Webanwendung, speichern, neu laden, ja, und dann hat man das. Und wenn man hier jetzt einen Zeilenumbruch haben will, print, so, br, und zu, speichern und neu laden. So, und so hat man seine Anwendung da. Jetzt ist es sehr wichtig, dass alle Print, wie gesagt, alle Print-Statements unter dieser Zeile liegen. Würde ich eine Print oben stellen, zum Beispiel nehmen wir mal das A und legen was hier oben, würde ich jetzt eine Fehlermeldung kriegen. Und da haben wir es. Okay, deswegen ist das sehr wichtig. Ansonsten kann man jetzt ganz normal eine Webanwendung in Python entwickeln, indem man hier den ganzen Code macht und alle Ausgaben, die man, weil ja letztendlich ist eine Webanwendung eigentlich Python-Code, der dann HTML erzeugt anhand von dynamischen Parametern. Und dieser HTML-Code wird ja letztendlich hier ausgegeben. Und wichtig ist, dass diese Ausgabe nach dieser Zeile stattfindet. Was die ganzen Berechnungen und so weiter, die zu dieser Ausgabe führen können, alle ruhig hier oben stattfinden. Aber die Ausgabe mittels Print-Statements, die muss nach dieser Zeile stattfinden.